Herzlich willkommen bei einem neuen Video hier bei uns, bei e-roller.com. Wir sind mittlerweile die größte Internetplattform in Bezug auf E-Scooter, Elektroroller und so weiter und so fort. Wir bieten diesbezüglich verschiedene Technikthemen, Gewinnspiele, Preisaktionen und Testberichte, wie auch Testfahrten von beispielsweise Elektrorollern, um welche es auch in diesem Video hier gehen soll. Wir haben einige Modelle herausgesucht, die unserer Meinung nach dieses Jahr die besten auf dem Markt sind und haben sie in vier verschiedene Kategorien eingeteilt und bewertet. Welche Modelle das sind und wie sich die Kategorien einordnen, das seht ihr jetzt. Also, ich werde euch heute die unserer Meinung nach 8 besten Elektrorollermodelle vorstellen, die es aktuell auf den Markt gibt. Dabei wird es vor allem um die beiden beliebtesten Kategorien gehen, sprich zum einen Elektroroller bis 25 km/h. Dort werde ich euch den Blues XT 2000 und den Luxon E 3000 vorstellen. Sowie die Elektroroller bis 45 km/h, hier benötigt ihr dann schon den Mopedführerschein. Hier werde ich euch den Inoa SLI 4, den Nova Motors EGT 5 LI, den Piaggio One und den Econello SFX vorstellen. Außerdem werfen wir noch einen Blick auf die Retro-Elektroroller. Hier werde ich euch in erster Linie den Nova Motors E-Retro Star Lee vorstellen. Und zu guter Letzt werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Elektroroller mit einem maximalen 125er Hubraum. Das sind dann so Pi mal Daumen in etwa 100 km/h, je nach Modell. Sprich Modelle, für die ihr mindestens den klassischen B-Führerschein braucht. Hier werde ich euch den Nova Motors Horwin EK3 vorstellen. Wenn euch dabei ein Modell ganz besonders interessiert, könnt ihr wie immer unten in der YouTube-Zeitleiste direkt auf einen Zeitstempel eurer Wahl springen. Ansonsten viel Spaß mit diesem Video. Beginnen wir also mit den beiden Modellen für bis zu 25 km/h Höchstgeschwindigkeit, wobei es beide Modelle auch für bis zu 45 km/h gibt, eben je nachdem welchen Führerschein ihr besitzt. Das erste Modell dabei ist der Blues XT 2000, der mit 228 kg Traglast und mit bis zu über 70 km Reichweite daherkommt, was bei den günstigeren Preisklassen, zu denen er auf jeden Fall auch gehört, definitiv ein Alleinstellungsmerkmal ist. Der XT 2000 ist in 6 Stunden wieder aufgeladen und ist auch für 2 Fahrende zugelassen, so dass ihr hier jederzeit auch zu zweit die Straßen hinuntercruisen könnt. Als nächstes haben wir hier den Luxon E 3000. Dieser kann zwar nur 150 kg Traglast tragen, sprich ist nur auf eine Person ausgelegt und erreicht mit 68 km Reichweite auch gerade so nicht die 70er Marke, powert aber mit 3000 Watt Motorleistung durch, was für die 25er km/h Marke auf jeden Fall eine Maschine ist. Dazu kommen 10 Zoll Reifen, ein serienmäßiger Gepäckträger und Topcase, sowie ein insgesamt auf jeden Fall sehr ästhetisches Design. Wem es also um Ästhetik und pure Motorleistung geht, der macht hiermit auf jeden Fall definitiv nichts falsch. Okay, kommen wir nun zu den Modellen bis 45 km/h. Bedeutet, für die folgenden Modelle braucht ihr mindestens einen Moped-Führerschein. Hier beginnen wir mit dem Inoa SLI 4, der erstmal mit den üblichen 150 kg Traglast sowie 60 km Reichweite pro Akku daherkommt. Genau, pro Akku. Der SLI 4 besitzt tragbare Wechselakkus, sodass man mit 2 Akkus direkt eine Reichweite von 120 km erreichen kann. Diese Akkus sind jeweils mit 4 bis 6 Stunden aufgeladen und zusätzlich bietet dieses Modell noch viele kleine technische Features, wie beispielsweise eine Alarmanlage, eine Fernbedienung, samt Fernstartfunktion, ein LCD-Tacho, ein USB-Anschluss und so weiter und so fort. Also gerade für kleine Technikliebhaber ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Modell und nur empfehlenswert. Der Nova Motors EGT 5 LI schlägt dabei in eine sehr, sehr ähnliche Kerbe, was eigentlich nur Sinn ergibt, denn Inoa ist ebenfalls eine Nova Motors Marke. Sprich, auch hier haben wir vielen kleinen technischen Schnickschnack, wie die Fernbedienung, die Alarmanlage, die Fernstartfunktion, das LCD-Tacho und so weiter und so fort. Dazu glänzt der EGT5 aber vor allem mit seiner Tragkraft von 245 kg. Das heißt, hier lohnt es sich mal wieder richtig, dass 2 Fahrer zugelassen sind. Denn bei vielen anderen Modellen mit diesen 150 kg kommt man mit 2 Fahrenden plus Gepäck und noch mehr auch schnell an diese Grenze heran, sodass man doch eigentlich ein Modell wie sowas hier braucht, wenn man regelmäßig mit 2 Personen fahren möchte. Dazu kommt auch hier ein doppelter Akku, der entsprechend austauschbar ist, sodass man eine Reichweite von 55 bzw. mit beiden Akkus von 110 km hat. Wobei hier ein Akku auch nur 3,5 Stunden zum Aufladen braucht. Das heißt, man ist sehr, sehr schnell wieder dabei, um weiterzufahren. Sprich, gerade in dem 45er km/h Segment, wenn man dort oft zu zweit fahren möchte und vielleicht oft auf vielen technischen Features steht, ist man mit diesem Modell hier auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Kommen wir nun zum Piaggio One.
Und ja, wenn man in Deutschland bereits mit Elektrorollern zu tun hatte, wird man höchstwahrscheinlich schon mal über diese Marke gestolpert sein, denn Piaggio ist die größte Elektrollermarke Deutschlands, wenn wahrscheinlich nicht sogar Europa. Von daher profitiert man hier als Kunde vor allem von dem tollen Service, den diese Marke sich aufbauen konnte. Dazu kommt bei diesem Modell zusätzlich noch eine Reichweite von 55 Kilometern dazu, wobei diese sich steigern lässt, wenn man statt im Sportmodus mit dem möglichen Eco-Modus fährt. Dann fährt man zwar nur 30 statt 45 km/h, aber entsprechend steigert sich dann die Reichweite. Dazu gibt es noch ein Energierückgewinnungssystem, um weitere Reichweite aus einem einzigen Batteriedurchlauf zu gewinnen, sowie die üblichen 150 Kilogramm Traglast und 10 Zoll Reifen. Alles in allem auf jeden Fall ein sehr stabiles Modell und gerade wenn man nicht immer in 45 km/h Höchstgeschwindigkeit fahren möchte, lohnt sich das gerade mit den mehreren Fahrmodi hier sehr, um mehr Reichweite zu gewinnen. Wer nicht ganz so tief in seine Taschen greifen kann und dennoch einen 45 km/h Elektroroller fahren möchte, für den wäre der Enconello SFX definitiv eine gute Wahl. Dieser spielt mit seinen 40 bis 50 km/h Reichweite und 1000 Watt Motorleistung sowie den klassischen 150 Kilogramm Traglast auf jeden Fall doch bei den Großen mit. Und in der Theorie ist er ebenfalls auch für zwei Personen ausgelegt. Auch wenn das, wie gesagt, bei 150 Kilogramm ja immer eine Abwägungssache ist, ob sich das dann wirklich noch lohnt. So oder so könnt ihr auf jeden Fall immer gerne mal die aktuellen Preise vergleichen oder schauen, ob wir bei uns auf eroller.com gerade einen Rabattcode am Laufen haben. Aber der Enconello SFX wäre auf jeden Fall etwas für die Leute, die dann eher zum kleineren Preis greifen wollen. Kommen wir nun zu den letzten beiden Kategorien, von denen ich euch auch jeweils ein Modell vorstellen möchte. Das eine sind die Retro-Modelle, wo wir auch wieder auf einen alten Bekannten treffen, und zwar Nova Motors, die mit ihrem e-Retro Stali genau diese Sparte bedienen. Was die Führerscheine angeht, ist dieses Modell ebenfalls in die 45 km/h Sparte einzuordnen, kommt mit einem 2000 Watt Bosch Motor daher und glänzt mit einer Traglast von 240 Kilogramm sowie einer Steigfähigkeit von 15%. Dazu kann man hier ebenfalls erneut wieder den Akku austauschen, sodass man auf eine Reichweite von 40 bzw. bei zwei Akkus auf 80 Kilometern kommt. Sprich, alles in allem ein sehr schönes Retro-Modell, das die Nova Motors üblichen sehr, sehr guten Werte aufzeigt und zu den besten seiner Klasse gehört. Und zu guter Letzt präsentiere ich euch noch ein 125 Hubraum-Modell. Sprich, für dieses Modell braucht ihr mindestens den klassischen B-Klasse-Führerschein, wenn ihr damit fahren wollt. Und ja, tatsächlich ist es erneut ein Nova Motors-Modell, und zwar der Nova Motors Horwin EK3. Bei dieser Geschwindigkeitsklasse sprechen wir einerseits auf jeden Fall von ganz anderen Preisklassen, aber dafür haben es diese Modelle auch in sich. Wir haben hier zum einen eine Reichweite von 90 Kilometer pro Akku. Der Nova Motors typisch haben wir hier auch wieder zwei Akkus, sprich eine Reichweite insgesamt von 180 Kilometer. Dazu kommt eine Motorleistung von 6,2 Kilowatt, eine Traglast von 284 Kilogramm und eine Steigleistung von 18%. Und dazu kommen noch die ebenfalls Nova Motors typischen vielen kleinen technischen Vorteile wie Geschwindigkeitsregelanlage, Diebstahlschutz, ein Funkschlüssel und so weiter und so fort. Man sieht schon, in allen Belängen ist das ja auf jeden Fall das rein auf dem Papier stärkste Modell dieses Videos. Aber wie gesagt, wir sprechen ja auch von den 125er Modellen. Sowohl die Preisklasse als auch die Anforderungen des Führerscheins sind hier natürlich ganz andere. Aber wenn ihr ein Modell aus dieser Preisklasse wollt, eignet sich auch hier dieses Nova Motors Modell. Ja. Das waren unsere ausgewählten Modelle im Bereich der E-Roller von 2023. Je nachdem, was ihr für Pläne mit eurem E-Roller habt und welchen Führerschein ihr besitzt, sollte auf jeden Fall so oder so etwas für euch dabei gewesen sein. Ansonsten listen wir natürlich noch viele, viele weitere Modelle samt Testberichte und Technikdetails auf unserer Seite e-roller.com auf. Also ganz wichtig, nochmal zum Nachlesen, alle Facts aus diesem Video sowie laufende Preisaktionen und aktuelle Rabattcodes wie Kauftipps findet ihr wie immer auf unserer Homepage eroller.com oder direkt unter dem Video in der Infobox. Also dann, bis zum nächsten Mal, fahrt vorsichtig und ciao!